Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare. Oh nee, 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 3, 2, 1. Nein, nein, ich guck auf den Boden. Very bad. Oh, was? No, I will make something. I'm here. And it's you that I wanna need. I feel your heart. Okay, Freunde, und herzlich willkommen zu einer Map, die nicht ganz so okay ist. Und zwar spielen wir heute eine neue Horror-Map, Freunde. Und zwar mit dabei der liebe Rainer. Was geht, bra? Alles klar bei dir? Und natürlich, wie immer, der liebe Luca. Hi. Hi. Und ich muss sagen, ich wollte eigentlich die Map gar nicht spielen. Ich wurde sozusagen regelrecht dazu gezwungen. Ja, ich rede jetzt hier voll in noblen Deutsch. Eigentlich bin ich gar nicht so, aber egal. Und ich wurde einfach dazu gezwungen, von den beiden die Map zu spielen. Und ich habe wirklich Angst, Freunde. Ich habe wirklich Angst. Aber ich würde sagen, ich probiere es einfach trotzdem mal. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Die ganzen Regeln sind eigentlich komplett egal. Sounds müssen komplett hochgestellt werden. Kein Texture Pack, deswegen nicht wundern. Und hier die Storyline haben wir ein bisschen kaputt gemacht, aber ist ja auch egal. ich glaube, es geht einfach nur darum, dass irgendein Freund von uns sozusagen gestorben ist und wir den wiedergesehen haben und der uns irgendwo hingebracht hat, aber egal, ohne viel drumherum zu laden, würde ich sagen, starten wir mal direkt mit der Map. Und sind hier sozusagen schon mal hier. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Map gehen wird und ich habe auch keine Ahnung, wie gruselig die Map ist, deswegen, Freunde, ja, bitte ein bisschen aufpassen, ne? Ein bisschen vielleicht die Lautstärke runterdrehen. Ich habe keine Ahnung, wie laut es gleich werden kann. Im Notfall blende ich dann vielleicht noch so eine kleine Notfarbeinblendung ein oder so. Lass abhauen. Have a good night, Peter Wick. Lol, okay. Dankeschön. Ich will nicht schlafen. Wo lange muss man hier? Ich weiß auch nicht. Okay. Ah, ich habe ein Haus gefunden. Oh. Lol. Was? Alles klar. Okay. New technology. Okay, to open the door? I don't know. This is a library. I thought it's a house. Weird. Okay, so schnell kann ich auch nicht lesen. Danke. New technology to open the door. Ich hab einen Knopf gefunden, hab ihn gedrückt. Da runter. Da. Genau, da unten ist der Knopf gewesen und der müssen wir jetzt runter. Oh fuck! Wollt ihr echt in eine Bibliothek runter in den Keller? Leute, was macht ihr? Ihr seid da verrückt, Alter. Wer geht da bitte schön in den Keller? Soll das Blut sein? LOL! Ich hab ne Kiste geöffnet. Was war das? Da war so ein Kopf, Alter, Mann. Hier ist ne Truhe, hier ist ne Truhe. Da ist ne Truhe. Da ist ne Truhe. Page 1. Dort. Okay, die Tür ist geöffnet. Ey, Junge, ich will da nicht rein. Will da nicht rein. Warum soll ich da reingehen? Luca. Nein, ey! Ich renn rüber. LOL, warte mal, da gibt's ja drei Wege. Okay. LOL! Was ist das denn? Hallo? Oh. Ich geh da Luca, rein. Luca, komm zu uns. Ultra Violet Box. Perfekt. Ne Map. Okay, da ist nicht. Gibt's hier irgendwas? Da bin ich gekommen. Ey Junge, ich will da nicht durch. Du musst die Karte in die Truhe legen. Sicher? Ja. Ultra Violet Box. Vielleicht die Seite? Ich hab jetzt Page 1 da reingelegt von vorhin. Leute, da oben geht's ja noch weiter. Wo? Hä, was? Was? Day 69. Digga, wo seid ihr? Wo seid ihr? Hope this works. Was? Okay. Ach du Scheiße. Was? Oh mein Gott. Hört ihr das? Alter, ich hab mich voll erschreckt. Junge, da oben geht's nicht weit. Da unten. Irgendwas bewegt dich da oben. Ey, ich geh da nicht vor, Jungs. Ich hab Schritte gehört, Alter. Verpiss dich. Junge, ich hab mich echt erschreckt. Ich ein bisschen, ein kleines bisschen. Leute, ich komm hier nicht durch. Ich hab schon erwartet. Ja, was? Nein! Was? Du wirst sterben. Oh, okay, es geht, perfekt. Da oben ist ein Knopf. Drücken. Komm wieder dran. Was? Wo? Okay. Hau mich. Okay, ich schlag dich. Nice. Putes! Oh ne, schon wieder Putes. Schon wieder Pute, was geht jetzt ab, Freunde? Ich will nicht mehr. Trinken. Okay. Lass zurückgehen, oder? Ja, wie willst du jetzt zurückgehen? Wir kommen nicht mehr zurück. Hä, du hast den Knopf aber gedrückt, oder wie? Ja. Herr, boost mich nochmal. Hey, Putes. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Und wo. Reingekommen. Hä? Lol, aber man kann da rein sneaken.
Man kann einfach reinsneaken. Wir sind so dumm. Oh, what the fuck? Was ist, wo seid ihr hin? Oh, ich geh da nicht lang. Alter, Leute, macht mir keine Angst. Ich hab alles verpasst. Who made this all? I should be fast. Alter, ich frag mich auch schon, wer baut so einen Scheiß hier? Hier ist eine Truhe, eine Zettel, Page 2. Leute, hier, wir müssen da hoch. Okay. Wir mit Page 2. Hier unten alles safe? Ich glaub schon. Ich glaub, hier geht's lang. Ja, denk ich auch. Gleich kommt ja irgendwas. Gleich kommt irgendwas. Das ist ein Jump'n'Run. Warte mal, lass deine nach dem anderen vor. Zeig du zuerst. Einfach. So, easy. Bitte? Perfekt. Yeah, yeah, yeah. Ich will nicht. Du musst. Mann, nein. Luca juckt einfach nicht. Rennt einfach durch. Oh. Ups. Ist dir blöd? Nice. Okay. Euer Ernst? Fuck. Hier ist ein Knopf! Ja! Wo? Hier ist ein Knopf! Hier oben! Jungs! Dass ihr alle noch so glücklich seid! Ja! Putis! Was soll das heißen? Putis! Oh Leute, geht's hier weiter? Da ist eine Leiter! Das ist eine Leiter! Jungs! Dass wir alle so naiv sind, ne, und einfach immer direkt runterspringen. Digga, ja! Juckt einfach nicht. The button symbolize activation water pipe room. Okay. Wir müssen wieder hoch wahrscheinlich. Hier ist eine Tür offen. Yes. Wo? Na hier. Nice, okay, lass mal da reingehen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendeinen Code machen. Hier ist eine Diamond. Oder? Home. Warte, gib mal her. Warte. There you go. Can't break Oak Fence. Runter. In die Leiter. So löst man Codes, Jungs. Perfekt. Wassereimer can be placed on lapis lazuli. Hey, du musst hier oben aufmachen, denke ich. Can't break Oak Fence, stand da doch. Stimmt, ja. Dann mach ich das mal, dass wir da hochgehen. Das ergibt doch am meisten ja, Sinn. Ja klar, ist ja auch logisch. Let's go and do this. So, ah da! Hier! Yeah. Perfekt. Lupis, Lupis, Lupis. Nice, wir kommen weit. Ich verstehe auch nicht. Da eine Kiste. Wo? Ihr seid doch so blind, Leute. Ich bin gar nicht hochgeschwommen. Oh, Leute, so, ah, nice, eine Kiste. Was war da drin? Ein Knopf. Hier, schau mal, Leute. 3, 2. Was? Der drückt einen Knopf und wird erstmal geschlagen. Leute. Was? Oh, nein. Oh. Gott, Alter. Nein. Vielleicht Page 2 reinlegen. So. Ja, Jumpscare. Oh, nee. 3, 2, 1. Nein, ich guck auf den Boden. Alter. Something bad happened. Very bad. Oh, was? No. Alter Junge, ich dachte jetzt gerade wirklich, dass ich... I will make something. Why? The ground shaking. Da ist ein Helm. Earthquake. Da, Miner's Head. Okay. Freunde, wir hatten echt sehr lange keinen Jumpscare mehr. Da. Wir müssen aufpassen, dass gleich nicht noch einer kommt, Alter. Da ist noch eine Kiste. Okay, Miner's Head. Und ein roter Ding. Was? Ich kann was sehen. Okay. Hey, Page 3, Page 3, perfekt. Ups. So. Oha, Leute, viel Spaß. Oh nee, ein Labyrinth. So, Freunde, ich würde einfach mal sagen, wir brechen das Ganze jetzt hier einfach mal ab, beziehungsweise wir machen jetzt hier sozusagen gleich den zweiten Teil. Wenn ihr den zweiten Teil sehen möchtet, Freunde, dann schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare. Also, falls euch das Ganze gefallen hat, würde mich wirklich mal mega interessieren, wie ihr diese Horror-Map findet. Ich finde sie jetzt nicht so toll, beziehungsweise sie ist für mich ein bisschen eher so angsteinflößend, weil ich nicht so auf Horror stehe. Aber, Freunde, falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Schaut auch bei den beiden anderen vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, beziehungsweise beim nächsten Video, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.